Herr Sartori, 6:0-Sieg in diesem Derby, ziemlich überragend, dass man fast schon, ja, hat der Gegner vielleicht nachgeholfen? Nee, man spielt immer noch so stark, wie der Gegner es zulässt. Und heute haben wir fast nichts zugelassen, bis auf 10 Minuten der ersten Halbzeit nach dem 1-0. Da hatten wir eine kleine Schwächeperiode, haben uns dann aber recht schnell auch wieder da die Sicherheit rausgeholt und rausgezogen und aus dem ganzen Ding und haben dann wirklich, wie ich finde, brutal guten Fußball heute gespielt, haben die Räume genau da bespielt, wie wir es auch wollten vorm Spiel, was wir auch gesagt haben, haben das System ein bisschen abgeändert, ein bisschen auf Pforzheim auch zugeschnitten, weil wir wussten, wo, in welchen Bereichen wir die Räume kriegen und dementsprechend war der Sieg heute auch in der Höhe voll auf verdient. Wenn man heute das Spiel gesehen hat, hat man auch verstanden, warum Sie als heißer Favorit gehandelt wurden am Anfang der Saison. Ja, man hat ja gesehen, wenn wir mit unserer Mannschaft spielen und mit den Spielern, mit denen wir die ganze Runde trainieren und unter der Woche auch trainieren, was wir dann wirklich in der Lage sind zu leisten. Das hat man heute, denke ich, eindrucksvoll gesehen. Ich glaube, jeder, der heute da als Zuschauer da war, der hat es absolut genossen. Und wenn wir so die ganze Runde aufgetreten wären mit einer eingespielten Mannschaft, dann wären wir sicherlich nicht da, wo wir jetzt stehen, auf Platz 8, sondern wären sicherlich unter den ersten 3-4 Mannschaften, wären dann auch zu Recht da oben, weil wir dann einfach auch nicht nur als Favorit gezählt hätten, sondern dann auch die Leistung hätten abrufen können. Aber das ist kein Wunschkonzert. Die U23 hier im Karlsruher Sportclub ist eine Ausbildungsmannschaft, insbesondere dieses Jahr. Und wir hatten dann einfach zuhauf viele, viele Spieler immer wieder einzusetzen aus dem Profikader, die aber nicht bei uns trainiert hatten. Und da sind die Abläufe natürlich nicht einstudiert. Und dementsprechend war es dann sehr, sehr oft sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Was haben Sie sich für die letzten Spieltage, für die letzten 2 Spieltage noch vorgenommen? Ja, ich denke, das hat man heute gesehen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen jetzt Fußball spielen, wollen zocken, wollen einfach Spaß haben auf dem Platz und wollen den Gegner, wenn möglich, laufen lassen. Und das haben wir heute eindrucksvoll bewiesen gegen eine normalerweise brutal gute Pforzheimer Mannschaft. Aber heute, wie gesagt, ist der Gegner nur so stark, wie man es zulässt. Und wir haben heute nicht viel zugelassen. Und das ist das, was wir die nächsten 2 Spiele noch auf den Platz bringen wollen. Die Jungs, die wollen kicken, die wollen zocken und sind froh, wenn sie jetzt spielen dürfen. Und ich glaube, das haben sie heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es ist vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass Sie den Verein verlassen als Trainer. So wie ich es verstanden habe, können Sie da mehr zu den Hintergründen sagen? Ja, ich bin jetzt 4 Jahre hier gewesen und die 4 Jahre, insbesondere das letzte Jahr, war jetzt recht schwierig und für mich ist es ein Punkt, wo ich sage, das kann so nicht weitergehen und dementsprechend möchte ich mich verändern, werde mich verändern. Das habe ich den Verantwortlichen des Vereins vor 1,5 Wochen mitgeteilt, Oliver Kreuzer, und habe gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde und dass ich gehen werde und auch keine weiteren Gespräche mit dem Karlsruher Sportclub führen werde und jetzt mal sehen, was kommt. Spannend insgesamt und jetzt gucken wir mal, wo es mich hin verschlägt. In Pforzheim wird ja eine Trainerstelle frei. Attraktiver Verein für Sie? Ach ja, ich war ja schon in Pforzheim. Ich habe den FCP ja trainiert, 3 Jahre lang, damals zum Aufstieg geführt. Und also meine Dinge sind jetzt so, dass ich natürlich jetzt nicht in der Oberliga bleiben möchte. Ich habe den Fußballlehrer gemacht und möchte natürlich höherklassig trainieren und jetzt nicht unbedingt in der Oberliga, ohne jetzt den Respekt vor Pforzheim zu verlieren. Aber das kommt für mich nicht in Frage. Herr Sartori, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Viel Erfolg und ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön.